Willkommen, meine lieben Freunde, zum Teambuilding-Video für den dritten Spieltag der achten Season der German Pokémon League, kurz GPL. Es geht ran gegen das Team Pillamons, geleitet vom lieben Regi Bang. Und ich will diesen Kampf natürlich gewinnen. Ich möchte nicht 1-2 gehen, nachdem wir, Achtung Spoiler, so gesehen, letzte Woche ja gegen Bene verloren haben, möchte ich diese Woche auf jeden Fall gewinnen. Auch wenn Regi aktuell 0-2 steht, ist Regi ein unfassbar schwerer Gegner mit einem sehr gefährlichen Team. Und deswegen gehen wir auch direkt mal auf sein Team ein. Und zwar besteht sein Team aus Heatran und Snibuna im S-Tier, Latias und Carpokim im A-Tier. Im B-Tier sehen wir dann Lucario, Rabigator, Zerapendra, dann haben wir noch Edesart und Silvaro und zu der Letzt Togetic und Smogmog. Ich rechne auf jeden Fall mit seinem S-Tier-Core, also Heatran und diesem Snibuna. Außerdem rechne ich auch mit Latias und Carpokime, wobei er durchaus darüber nachdenken könnte, Carpokime zu Hause zu lassen, je nachdem wie er sein Team baut. Also es muss nicht mitkommen. Ich habe auch super viel Respekt vor Lucario. Ich glaube, Lucario kommt safe mit. So ein Leben-Orb-Schwertern-Set auf plus 1, der böllert mich halt um. Auf plus 2, meine ich. Ich habe zwar Bedroher, aber das bringt ja nichts, weil er auch noch so inner Fokus hat, also Konzentrator, wodurch ich seinen Angriff nicht droppen kann mit Fuego, was auch sehr schade ist. Zerapendra ist auf jeden Fall auch ein gefährliches Pokémon, das sehe ich auch. Und Smogmog kann er halt auch mitnehmen für meinen Gortrum, also das wird er auch auf jeden Fall considern. Also entweder nimmt er Smogmog und Zerapendra mit oder eins der beiden Gift-Pokémon. Deswegen ist die Frage, wenn er Carpokime zum Beispiel nicht halt so wichtig ansieht, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass er Smogmog und Zerapendra mitnimmt, dann halt Lucario, Latias, Snibuna und Heatran. Rabigator sehe ich nicht unbedingt, kann er natürlich mitnehmen, aber ist jetzt nicht so gut. Togetic ist richtig schlecht gegen mich. Dann haben wir noch Silvaro, das ist jetzt auch nicht so gut, kann vielleicht das Grasfeld ein bisschen abusen, das war's auch. Und Illusat finde ich jetzt auch nicht so gut gegen mich. Deswegen, das sind so die Pokémon, die er mitnehmen kann, aber die Sache ist, Illusat hat er jetzt die letzten beiden Spieltage mitgenommen, jetzt bin ich ganz täuscht. Das heißt, vielleicht nimmt er es diesmal wieder mit, weil er sich denkt, oh, Illusat sieht cool aus, ich habe da ein cooles Set oder so, keine Ahnung. Aber ich hätte jetzt keine Angst vor dem. Und deswegen würde ich sagen, gehe ich einfach mal in das Teambuilding rein und wir sehen jetzt hier direkt an allererster Stelle Überreste Primarine. Nachdem wir die letzten beiden Spieltage jeweils ein Wahl-Item gespielt haben, heute mal ein eher defensives Set, wobei nicht ganz defensiv, es ist nur defensiv investiert, aber es soll offensiven Druck aufbauen mit einem Gedankengut-Set. Denn wir haben hier das Gedankengut, um uns zu setupen gegen diverse Pokémon. Gegen Carpokime können wir uns setupen. Das einzig Nervige, was er natürlich kann, ist Naturzorn. Wir können es aber auch gegen sowas wie Latias natürlich setupen. Und Snibuna, wenn er gechoiced ist, ne, mit einem Wahlband oder so, und halt auf Abschlag gegangen ist oder auf die Eisattacke, können wir dagegen auch Setup holen, weil dann muss er rauswechseln. Gegen Heatran bekommen wir Setup. Wir bekommen relativ viel Setup gegen relativ viele Pokémon. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Denn wir haben hier Mondgewalt und Siedewasser. Mondgewalt einfach, ist klar, starker Step, trifft super viel aus seinem Team, sehr effektiv oder neutral effektiv. Siedewasser dann natürlich der Wasserstep. Potenzielle Verbrennung wollen wir damit hervorrufen. Wir könnten natürlich auch noch für mehr Schaden gehen mit Surfer, aber ich will dann vielleicht die potenzielle Verbrennung auf einem Smogmog, auf einem Zerapendra, was reinkommen kann und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann habe ich trotzdem aber nochmal zusätzlich die Psychokinese, weil ich mir so dachte, okay, ich kann von Smogmog einen Hit überleben, wenn ich geboostet bin sowieso. Er hat natürlich sowas wie Dunkelnebel, aber ja, egal, Matschbombe killt mich halt nicht. Und wenn ich auf plus 1 bin, kann ich halt mit Psychokinese insane Damage machen. Und dann hat er noch Zerapendra und mit Siedewasser machen wir zwar guten Schaden, aber ich will dann diesen safen Kill mit der Psychokinese holen. Vor allem, wenn ich auf plus 1 bin, weil einen Gift-Hieb werde ich überleben, dank meines physisch-defensiven Investments. Weil physisch-defensives Primarin ist hier unfassbar wichtig. Snibuna ist ein Threat, generell. Also, Snibuna, großes Problem für mein Team. Mein S-Core wird zerstört, mein halber A-Core wird so gesehen zerstört. Also eigentlich mein, auch Primarine wird ganz gut hops genommen von dem, weil der ja Gift-Heap als Coverage hat, aber ich werde immerhin einen Angriff überleben. Deswegen ist das okay, aber trotzdem ist Snibuna sehr gefährlich. Aus diesem Grund habe ich mich eben für ein physisch-defensives Investment entschieden, weil wir somit auch natürlich Angriffe von Lucario überleben können. Wir können einen Angriff von Rabigator viel besser überleben. Wir können einen Psychoschock von Latias nehmen, weil Latias ist auf jeden Fall auch ein nerviges Pokémon, aber natürlich hat er sowas wie Donnerblitz, aber wenn wir geboostet sind, macht er nicht super viel Schaden. Und dann will er eher auf Psychoschock gehen, vor allem wenn er ein Gedankengut-Set ist. Und dadurch haben wir dann mit dem Verteidigungsinvestment die Möglichkeit, noch mehr zu überleben. Deswegen auch fast full physisch-defensiv und 28 in der Initiative, damit wir in, also
wenn Smogmog auch ein bisschen In-It-Investment hat, dann trotzdem noch schneller sind, weil der hat auch eine 60er Speedbase. Aber ich glaube nicht, dass er so viel In-It reinpacken wird. Vielleicht so 12, 20 Punkte oder so in dem Dreh. Und da habe ich dann 28. Will auf jeden Fall schneller sein, damit er nicht irgendwie Matschbombe drücken kann oder den Dunkelnebel. So, und die Sache ist jetzt die, ich hatte auch erstmal mehr Spezialangriffsinvestment und weniger physisch-defensives Investment, sodass ich einfach gewisse Angriffe von Lucario und Snibuna mehr überlebe. Aber dann ist mir aufgefallen, nein, ich glaube, ich brauche einfach dieses fast voll physisch-defensive Investment, weil der wird schnell angechippt werden. Und Snibuna macht halt mit Vibrant Gift Deep immer noch so 65% bis 70%. Und deswegen, ja, muss ich einfach fast voll in die physische Verteidigung gehen. Trotzdem sieht Primarine unfassbar gut aus, weil der überlebt halt von jedem Pokémon aus seinem Team einen Angriff. Also es gibt, glaube ich, kein Pokémon, was mich one-shotten kann. Vibrant, Zerapendra mit Gift Deep kann mich, glaube ich, noch nicht mal one-shotten. Was ziemlich cool ist. Dann gehen wir weiter zu Charles und Alter. Ich habe auf das Team geschaut von Regio, habe so gesehen, Metagross ist krass. Also wirklich, richtig krass. Er hat wirklich keine Antwort dagegen, also defensiv gesehen. Das Beste, was da reinkommt, ist Kapu Kime, wird aber auch ordentlich angechippt. Wir können auch sowas wie Donnerschlag spielen, aber ich glaube, dass das jetzt hier nicht so notwendig ist, weil ich andere Angriffe lieber sehen will. Und dann war ich lange bei einem Agilitätsset. Also ich habe echt überlegt, ah, spiele ich Agilität? Aber das Problem ist, dass ich ja nicht alles treffe. Und irgendwie, der bekommt dann trotzdem nicht die Kills. Also er kann am Ende gewinnen. Aber ich will mit Metagross am Anfang schon Action machen. Und tatsächlich können wir das am besten, wenn wir ein offensivfestes Set spielen. Weil wir auch hier wieder von jedem Pokémon einen Angriff safe überleben. Von Heatran logischerweise mit der Offensivfeste. Das einzig Nervige ist, wenn er mich irgendwie verbrennt mit seiner Lava-Plume-Attacke. Fällt gerade nicht der deutsche Name ein. Ich glaube, Flammensturm war das, ja. Dann haben wir Snibuna. Gut, war aber ein Abschlag. Der besiegt mich. Aber dafür habe ich halt Patronen. Deswegen ist das wiederum egal. Latias kann mich nicht besiegen. Kapu Kime nicht. Lucario. Rabigator kann mich auch nicht besiegen mit einem Abschlag. Außer ich glaube, war Bandabschlag auch hier wieder. Und da wechsle ich dann halt einfach raus. Dann haben wir Zerapendra macht nicht genug. Erdbeben macht gefühlt nichts. Elisar, Sevaro, Poltergeist, Walband wieder vielleicht so, ne? Aber da haben wir auch wieder Fähige und so weiter und so fort. Also, ihr seht, der wird halt wirklich nur im Ernstfall gewone-shottet und kann dafür dann fast alles selber one-shotten oder two-shotten. Mit seinem Kopfstoß natürlich einen starken Step, vor allem auch gegen Smogmog wichtig. Das ist eigentlich so der primäre Grund, weil ich halt was gegen Smogmog haben will, falls er mitkommt, physisch-defensiv. Dann haben wir natürlich die Step-Stahlattacke, den Patronhieb, wollte ich fast sagen. Nein, den Sternenhieb. 90er Base, aber auch 90% Genauigkeit. Immer ein bisschen schwierig, diese 10% Misschance. Dafür aber auch natürlich die Angriffsboost-Chance. Und vor allem ist das einfach richtig nice, weil er da eigentlich fast kein Switchen hat. Weil das Einzige, was so richtig reinkommt, ist halt Heatran und da drücken wir halt Erdbeben. Also wirklich, das ist ein einziger Switch und auch Lucario kommt jetzt nicht gerne in Meteor-Mash rein. Deswegen, also das finde ich schon sehr, sehr, sehr gut. Und Erdbeben ist dann natürlich einfach nur für Heatran da. Wir können auch über Hammerarm nachdenken, damit wir auch zusätzlich noch Abigato treffen. Aber ich will halt mit Erdbeben potenziell dieses Heatran one-shotten. Er könnte eine Schukebeere haben, wäre aber eigentlich auch okay. Dann haben wir noch Patronenhieb, weil Snibuna ist ein Threat. Und ich will einfach nur eine Absicherung gegen Snibuna haben. Ich könnte hier sowas wie Donnerschlag, wie gesagt, spielen, Hammerarm, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber ich muss eigentlich fast schon den Patronenhieb spielen, weil wenn Snibuna am Ende da ist und halt durchsweepen kann, weil mein Team so angechippt ist, weil mein Team ist halt Snibuna weak, brauche ich einfach noch diese Absicherung und Patronhieb ist da einfach die beste, weil Eissplitter kann er zwar drücken, wird mich natürlich nicht wirklich tangieren, wenn er das drücken wird und dann hauen wir einen Patronhieb rein und sind auf jeden Fall in der Lage, Snibuna rauszuhauen. So, dann haben wir volles Angriffsinvestment, volles KP-Investment, hartes Wesen und 4 in Initiative. Er hat 71er Base-Speed-Pokémon mit Silvaro. Ich habe einfach mal 4 reingepackt, weil es irgendwie Min-Speed Silvaro spielt. Ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig, weil ich will auch gar nicht wirklich viel Initiative haben, sondern ich will einfach viel überleben, sowohl auf der physischen als auch auf der speziellen Seite. Deswegen auch die Offensivfeste, damit wir die Spezialverteidigung ein bisschen covern können. Und dann haben wir ja trotzdem immer noch eine solide Grundverteidigung und volles Angriffsinvestment. Und da konnte ich auch nicht groß variieren. Ich habe überlegt, vielleicht hier ein bisschen was reinzupacken in Verteidigung, in Spezialverteidigung und so weiter und so fort. Lohnt sich aber alles gar nicht. Weil ich will auf beiden Seiten immer safe einen Angriff überleben. Und das kann ich mit diesem relativ Standard-Investment, sage ich mal, auf jeden Fall tun. Und deswegen sieht Charles unfassbar gut aus. Und ja, also der sieht nice aus. Der sieht wirklich gut aus. Der kann super viel Druck aufbauen. So, und hier war Boreos T lange gar nicht geplant. Weil der hat ja Snibuna, ne? Und der ist immer ein bisschen nervig, der ist schneller und kann fast schon mit Abschlag mich killen. Das ist halt echt ein bisschen traurig. Also war ich lange überlegen, beziehungsweise war lange hier Fuego da. Fuego ist jetzt auch noch drin, aber wurde auch ist er später wieder reingekommen. Das war alles ganz kompliziert, ich erkläre das später nochmal genauer. Erstmal Boreos T,
dachte ich mir, mein Team wird sehr langsam sein. Ich könnte fast schon Bizarro-Raum spielen. Also mein Team wird super langsam sein. Man sieht es jetzt schon an den Pokémon. Natürlich, man weiß ja nicht, wer vielleicht noch den Wahlschall oder so trägt. Aber auf jeden Fall, Boreos T war dann eigentlich wichtig, damit ich ein Pokémon habe, was schneller als diverse Pokémon ist, ein bisschen pivoten kann, mit der Belebekraft sich länger halten kann und einfach dieses Standard-defensive Set, was ich ja immer ganz gerne gespielt habe, bisher noch nicht dieses Season, aber dieses Mal ist es am Start mit dem Beulenhelm, damit ich einfach in der Lage bin, Zerapendra zum Beispiel zu checken und vor allem, und das ist mir am Ende aufgefallen, ich will nicht gegen Lucario verlieren, weil das Team, was ich vorher gebaut habe, hätte gegen plus 2 Lucario immer verloren. Also der muss auf plus 2 kommen und drückt gegen alles Nahkampf und Turbotempo und Erdbeben und ich verliere. Und das wäre irgendwie nicht so cool gewesen. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, Boreos T nochmal als Absicherung mitzunehmen, damit ich plus 2 Turbotempo nehmen kann und immer mit Kraftkoloss ihn besiegen kann. Außerdem geben wir ihm noch Beulenhelmschaden mit, was auch gut ist für einen Fokusgurt, falls er jetzt kein Nebenmob spielt, aber dann ist er sowieso nicht so gefährlich. Luftschnitt haben wir noch mit am Start, damit wir was gegen Zerapendra haben. Ich habe erstmal über Psychokinese nachgedacht, damit wir Smogmog auch nochmal sehr effektiv treffen. Aber ich will nicht Psychokinese einsetzen, wenn er so 2 und nicht Pokémon hat. Vor allem Snibuna will ich nicht irgendwie free reinkommen lassen. Deswegen habe ich mich hier für Luftschnitt entschieden. Der kann natürlich daneben gehen, ist ein bisschen nervig. Ich mache dafür aber mehr Schaden auf Zerapendra. Weniger gegen Smogmog, aber es ist jetzt nicht das Schlimmste, weil es macht immer noch soliden Schaden. Kraftkoloss habe ich ja schon erklärt, wie gesagt, für Lucario, aber auch für Snibuna. Ich will ja nicht Fokusstoß spielen, deswegen halt eher Kraftkoloss. Und dann hier auch noch natürlich die Kehrtwende, damit ich Momentum mir generieren kann. Mit Boreos T immer sowieso gut, auch mit der Belebekraft in Kombination, ist klar. Und zu guter Letzt Toxin, weil ich will nicht gegen Gedankengut Latias verlieren. Der ist nämlich auch gefährlich. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt zwischenzeitlich vor einem Gedankengut Latias mit der Attacke Typenspiegel. Deswegen habe ich mich am Ende auch nochmal für Fuego entschieden, aber dazu kommen wir später. Aber ja, wenn er irgendwie Metagross kopiert oder so, das ist natürlich blöd mit Toxin. Aber dann habe ich Fuego später noch als Absicherung. Und solange er nicht Typenspiegel hat und rein zufällig dadurch ein Stahl-Pokémon wird, kann ich mit Toxin den vergiften und dann ist er nicht mehr so ein großer Threat, wenn er ein Gedankengut-Set spielt. Natürlich hat er Kapokime mit Nebelerzeuger, ist klar, aber wie gesagt, das ist wirklich primär nur für Latias und Latias schwebt und wird somit gar nicht vom Nebelfeld affektiert. Wir haben hier so viel Investment mit 188 und einem naiven Wesen, um folgendes Pokémon zu outspeeden. Das nächstschnellste ist Zerapendra, ganz genau. Wobei er nicht Zerapendra mit Full Speed spielen wird. Also ich habe, glaube ich, sogar auf Latias gespeed creep, wenn es mich nicht ganz täuscht. Nee, ich glaube, ich habe auch auf Zerapendra gespeed creep. Das müsste Zerapendra creep sein. Weil, ja, also er hat sowieso Temposchub. Was vielleicht doch Latias, ich bin mir gerade selber. Nee, Latias hat 178 Initiative. Also müsste das passen. Gut, dass ich meinen eigenen Speed Creep so gut kenne. Aber das ist okay. Wir haben hier dann volles KP-Investment und 68 Verteidigung, weil ich einfach so viel physisches Verteidigungsinvestment haben wollte, um eben einen Angriff von Lucario besser wegzustecken. Auch von Snibuna in der Theorie, von Rabigator sowieso, Silvaro und so weiter und so fort. Seine physische Power halt eben. Und Zerapendra. Steinhagel ist ein bisschen nervig, aber macht jetzt gar nicht mal so viel Schaden. Lebenorb killt mich auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich halt immer Luftschnitt. Außer er flincht mich, weil er natürlich schneller ist nach einem Temposchub-Boost. Und ich habe hier ein naives Wesen, weil ich eigentlich keinen Angriffswert senken wollte. Und ich werde sowieso nicht unbedingt in spezielle Angriffe reinkommen. Also kann ich mich hier für das Minus Spezialverteidigungsinvestment entscheiden. Weiter geht's mit dem fetzen Fisch. Der ist das allererste Mal dabei. Tandrak. Es ist ein sehr unkreativer Name, weil Tandrak basiert auf einem fetzen Fisch. Aber ich liebe einfach diesen Namen. Fetzen Fisch. Es ist einfach so, dieser Begriff fetzen Fisch. Ja, keine Ahnung. Fetzen Fisch. Shoutouts an Timo hier, falls er sich das Team-Building-Video anschaut. Kuss geht raus, wenn du das im Stream anschaust. Ich hoffe, ihr macht ordentlich Auge auf mein Team. Wie letzte Woche, weil ich kaum Momentum gespielt habe. Letzte Woche haben viele gesagt, Alter, wieso hast du kaum Momentum dabei? Und man hat gesehen, wer braucht schon Momentum, wenn man Doubles haben kann? Also, wenn man einfach Double switchen kann. Heute habe ich ein bisschen mehr Momentum und sogar die Rollwende ist mit am Start auf meinem Tandrak. Denn Tandrak ist unfassbar gut in diesem Matchup. Der kommt in seinen kompletten S- und A-Core, außer Snibuna, Latias auch nicht. Also er kommt in Kapokime und Heatran rein, das wollte ich sagen. In 2 Pokémon, die fast safe mitkommen werden. In Kapokime easy, der hat Naturzorn natürlich, das ist nervig. Kann potenziell auch Eisstrahl haben, aber macht jetzt auch nicht viel Schaden, weil wir eine gute Spezialverteidigungsbase haben. Und in Heatran kommt er halt auch easy rein. Der hat Erdkräfte, aber das macht halt nicht viel. Also locker easy. Und deswegen ist es natürlich nice. Auch Zerapendra, da hat er Erdbeben, aber der besiegt mich mit nicht. Elisard kommt da rein, Silvaro und so weiter und so fort. Also er kommt in relativ viele Pokémon rein, was cool ist, und baut Druck auf.
mit Anpassung Draco Meteor, was ist so sein Switch-In? Kapokime drückt mir Schlammwoge, Heatran drückt mir Surfer. Das ist halt ziemlich nice. Deswegen brauchen wir auch nur diese drei Angriffe, damit treffen wir alles sehr effektiv oder neutral effektiv. Da kommt nichts rein und das ist cool, weil auch hier, der wird nicht geone-shottet. Also von wenigen Pokémon. Sibuna auch hier wieder natürlich ein kleines Problem. Wir haben Giftschleim hier, weil ich mich dazu entschieden habe, dass der zwar reinböllern soll, aber auch einen Angriff überleben soll und ein bisschen sich gegenheilen soll. Auch gegen sowas wie Kapokime und so ist das ganz praktisch, immer Giftschleim-Recovery zu bekommen. Oder auch gegen Smogmog, der kommt halt free in Smogmog rein. Also wenn er sich dazu entscheidet, Smogmog mitzunehmen für Gortrom, den ich gar nicht dabei habe, dann ist das super, weil Smogmog macht halt nichts, also wirklich nichts. Das ist immer die Möglichkeit, in Tandrak zu gehen und dann Rollwende zum Beispiel zu drücken und Slow Momentum zu bekommen. Und das ist auch super. Deswegen ist ja auch die Rollwende am Start. Keine Giftspitze oder sonst was in der Art. Könnte man spielen, aber halt Nebelerzeuger. So sehr lohnt sich das gar nicht. Deswegen habe ich hier die gute alte Rollwende. Dann haben wir hier volles KP-Investment und 188 Spezialangriff, 60 in Spezialverteidigung mit einem Plus-Spezialverteidigungswesen und Minus-Initiative, denn sein langsamstes Pokémon hat 40 Base-Speed, Togetic, das ist sowieso Trash, das kommt nicht mit und wenn es mitkommt, dann kann er gerne schneller sein als ich, kann mich vielleicht mit Luftschnitt zu Tode flinchen, okay, aber sonst ist das nicht schlimm, weil ich habe ja auch einen physischen Angriff und ich wollte deswegen meinen physischen Angriff nicht niedriger machen. Weil, wie gesagt, meine Initiative ist hier komplett egal in diesem Kampf. Und ich habe hier so viel Spezialverteidigungsinvestment, damit ich in der Lage bin, von einem offensiven Heatran zweimal die Erdkräfte zu erleben. Denn er wird natürlich wissen, dass Heatran, ja, eigentlich ein guter Switch in den Tandrak ist, aber er braucht dafür irgendwas, ne? Die selbst machen jetzt nicht super viel. Deswegen Erdkräfte wird er drauf haben und dann wird er sehen, oh, Moment, ich bin gar nicht in der Lage, den zu two-shotten. Spiele ich vielleicht ein speziell offensives Heatran und da habe ich halt so viel Investment, dass ich zwei Erdkräfte überlebe und dann immer noch trotzdem ordentlich reinböller mit 188 Spezialangriff und dann einfach noch 4 in Angriff, 4 in Verteidigung, weil die halt übrig geblieben sind. Und ja, damit haben wir ein ziemlich nices Tandrak-Set, was hoffentlich ordentlich Arbeit machen kann und ich freue mich, dass Tandrak das erstmal dabei ist. Genau wie Kravumps. Kravumps ist sehr cool. Also wirklich unfassbar gut in diesem Matchup. Walscha Kravumps kann mir das Game gewinnen. Das Einzige, was wirklich in Überschallknall reinkommen will, ist Heatran. Ist ja klar, ne? Heatran ist immer eine gute Antwort. Lucario hat dann natürlich auch nochmal Stahl-Pokémon, aber Lucario wird getushottet, der ist halt nicht so bulky. Aber Heatran kommt immer rein. Aber Kravumps hat Erdbeben. Und Erdbeben macht unfassbar nice Schaden, weil wir haben immer noch einen physischen Base-Angriff von 91, was ziemlich solide ist. Und mit einer vierfach effektiven Attacke machen wir unfassbar guten Schaden. Den werden wir nicht one-shotten, aber wir werden guten Schaden machen. Das habe ich jetzt sehr oft gesagt. Das wird wichtig sein, denn er wird halt immer in Heatran gehen, sobald Kravumps raus ist, draußen ist und dann gehe ich halt einfach mal auf Erdbeben, predikte das und dann wird er wahrscheinlich rauswechseln oder so, aber dann kann ich immer noch selber rauswechseln und darauf reagieren und das ist fein. Aber wenn ich halt einmal diesen Erdbebenschaden drauf bekomme, dann geht Kravumps am Ende durch wie ein Messer durch warme Butter. Sagt man das so? Warmes Messer durch Butter. So rum, glaube ich. Ist ja auch egal. Die Sprichwörter sind heute nicht so am Start. Aber wir haben dafür noch den Flammenwurf, by the way, am Start. Damit ich einfach nochmal, keine Ahnung, gegen Lucario mehr Schaden mache, weil ich brauche halt nichts anderes. Weil Überschallknall ist halt immer stärker als jegliche Coverage-Attacke. Er hat keine Vierfachschwäche oder so. Neben natürlich Snibuna mit einer vierfachen Kampfschwäche oder die vierfache Bodenschwäche auf Heatran, die ich jetzt irgendwie ausnutzen könnte oder so. Deswegen Flammenwurf einfach nochmal als Coverage, um mehr Schaden gegen Lucario zu machen. Und dann drücken wir gegen alles andere sowieso Überschallknall. Mit dem Walscha sind wir halt in der Lage, alles zu outspeeden. Auch mit dem Investment, 244 Initiative. Plus Init minus Spezialverteidigung, weil auch hier wieder spezielle Angriffe, ja, die tangieren mich ein bisschen weniger als ein physischer Angriff, sage ich mal. Ne? So ein Snibuna mit Eissplitter will ich dann doch ein bisschen besser überleben. Deswegen auch 12 übrig gebliebenen EVs in Verteidigung und volles Spezialangriffsinvestment. Und dann fragt ihr euch vielleicht noch, wieso Toxin? Latias. Auch hier wieder, Latias ist ein bisschen nervig. Wenn er irgendwie speziell defensives Latias spielt, dann breche ich da nicht durch mit dem Überschallknall. Und ich will durchbrechen. Und halt am Ende damit gewinnen. Und wenn ich sehe, Latias ist in einer guten Range und Heatran ist zum Beispiel schon weg, dann gehe ich auf Toxin, predikte halt sein Latias oder im 1v1 gehe ich halt auch auf Toxin. Und dann wechsle ich raus und versuche damit später dann durchzusweepen. Das ist halt wirklich ein klassischer Cleaner, so ein bisschen mein Schwalboss-Set von damals. Was Schwalboss war auch damals gegen Regi echt gut. Es gab mal einen Spieltag, da hat so ein Set, so ein, nicht Wahlscheiß-Set, aber Wahlbrillen-Set mit Überschallknall ordentlich Work gemacht. Und mal schauen, ob es hier ein paar Flashbacks gibt. Der gute Asta ist mit dabei.
Als nächstes haben wir Ska, das Fuego. Und hier war eine lange Zeit auch wieder Keifel drin, weil ich so dachte, eigentlich wollte ich Keifel gar nicht mitnehmen. Aber dann ist mir so aufgefallen, yo, ich will Tarnsteine haben. Ja, so Snibuna und ich will alles eigentlich so anchippen. So Latias, Heatran, Kapokime, Fokusgurt von Lucario anchippen. Ja, dann spiele ich da Tarnstein. Und Keifel ist halt gut, weil der überlebt von jedem Hit und macht guten Schaden und so. Es war sogar zwischenzeitlich mal so ein offensives Keifel-Set dabei, wäre auch cool gewesen. Einfach so kleines Mammutell. Aber dann ist mir aufgefallen, was ist, wenn er Latias mit Typenspiel gespielt? Dann verliere ich, glaube ich. Weil, wenn er Metagross mit Typenspiegel bekommt, also den Stahl-Psychotypus, was mache ich dagegen? Also nichts. Das heißt, ich müsste immer scouten mit Metagross und erstmal rauswechseln gegen Latias, obwohl Metagross ja eigentlich meine Latias-Antwort ist. Also habe ich nochmal zusätzlich Fuego drin gehabt, auch nochmal wegen Snibuna zusätzlich, weil hätte ich den nicht dabei gehabt, wäre meine Antwort Primarine und Boreos Ziel gewesen als Snibuna-Check. Und das sollte nicht der Snibuna-Check sein, also ist Fuego hier schon das bessere Pokémon. Und dann habe ich hier die Plateauschuhe raufgepackt, weil ich wollte den Beulenhelm eher auf Boreos Tee spielen. Auch wenn ich hier vielleicht mein Item natürlich verlieren kann durch einen Abschlag von Snibuna. Ist natürlich nice, sobald die Tarnsteine liegen, dass ich trotzdem immer noch einmal safe reinkommen kann in Snibuna. Er drückt Abschlag, aber ich bekomme halt keinen Tarnsteinschaden, dass beim ersten Mal reinkommen, was gut ist. Bedroher ist natürlich klar, wichtig gegen Snibuna. Blöd gegen Lucario, weil der halt Konzentrator spielen kann und somit der Angriff nicht gesenkt wird, aber okay. Und dann habe ich hier 4 Angriffe, könnte man fast schon Offensivweste mäßig spielen, aber das ist halt besser auf Metagross, denn ich will einfach 4 Angriffsattacken gegen ihn haben. Abschlag, unfassbar nice, um Items wegzubekommen, ist klar. Flammenblitz brauche ich gegen sowas wie Lucario oder um auch Snibuna zu one-shotten. Das sollte auch klar sein, genauso wie die Serapendra. Erdbeben wollen wir gegen Heatran haben, damit wir den one-shotten können und Kehrtwende halt für Momentum. Leute, wir haben Momentum. 3 Momentumsattacken. Ist das denn des Wahnsinns hier? Krass. Nach dem letzten Spieltag. Auch vor allem sehr, sehr wichtig, weil wir sowas wie Kravumps haben und wir wollen ihn reinbekommen, sicher, um am Ende mit Kravumps zu gewinnen. Also, wie gesagt, die Kombination aus Momentum und Walscher Kravumps, unfassbar lecker. Also, Zucker. Deswegen haben wir hier Kehrtwende, Fuego mit am Start und der macht ordentlich Action gegen das gesamte Team. Deswegen haben wir auch hier offensives Investment und physisch-defensives Investment. 20 erstmal, weil auch hier wieder Smogmog mit 60 Speed vielleicht, damit wir da vielleicht schneller sind, wenn er kein Investment hat, was praktisch sein kann. Dann haben wir volles KP-Investment, 132 im physischen Angriff mit einem harten Wesen und 100 in der physischen Verteidigung. Mit diesem Investment sind wir in der Lage, von Snibuna einen Abschlag into Fußkick zu überleben, wenn ein Leben offset ist, weil wir wollen natürlich, wie gesagt, von dem die Hits ganz gut nehmen. Außerdem werden wir nicht getushottet von einem Serapendra mit einem Erdbeben, was nice ist, dank Bedroher und dem Verteidigungsinvestment. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden und natürlich einfach dieses Angriffsinvestment, damit wir trotzdem immer noch reinböllern, guten Damage machen, viele Sachen one- oder two-shotten können, weil Fuego hat immer noch einen soliden Angriffsbase, eine gute Step-Kombination. Also da kommt nicht viel rein. Kabukime, ja, aber darauf wird nur mehr Kehrtwende und bauen dann mit Metagross oder so Druck auf oder mit Tandrak. Und deswegen ist es echt eine nice Kombination und ich mag mein Team extrem gerne. Vor allem auch mit dieser Änderung nochmal, weil Keifel wäre mir, glaube ich, zu passiv hier gewesen, auch wenn Tarnsteine cool gewesen wären. Auch hier wieder, ich habe keine Hazard Control. Er könnte natürlich Stachler legen mit Serapendra und Tarnstein und alles drum und dran. Aber es ist okay. Ich kann damit leben. Present, das ist das Problem für Present aus der Zukunft. Das ist nicht mein Problem. Nein, tatsächlich ist das echt nicht so schlimm. Auch mit Plateauschuhen, auch mit Boreos Tee, was schwebt, sind Stachel jetzt nicht super schlimm. Wenn das Game natürlich super lang geht, dann könnte es nervig werden, aber das plane ich mit diesem Team nicht unbedingt. Das war's dann aber von meinem Team. Ein paar wilde Picks heute, 2 neue Pokémon am Start, kein Gortrum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Bewertung, Kommentare sehr gern gesehen. Schaut morgen rein, dort kommt mein Kampf um 14 Uhr, wenn es mich nicht ganz täuscht. Bis zum nächsten Mal und ciao.